Guten Abend, willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Eine neue Woche hat gestartet, es ist Sonntag. Hey! Lass mal, hallo! Hi! Ich hab dir ja mehr gesagt, ich soll mehr in den Vlog sein. Ja, das wurde sich gewünscht. Das reicht auch schon. Ja. Nein, komm zurück. Wir sind gerade das Arbeitszimmer am Ausmisten. Das ist ja unser Guilty Pleasure hier. Ja, wir haben ja das vor, ich nehme es mal her. Ja, mach mal. Denn die Frau streamt ja jetzt immer öfter. Man sieht dann immer, ich zeige euch jetzt gleich die Gegenperspektive, wenn Nadine da wieder zurückgeht. Sieht man nämlich immer den unaufgeräumten Hintergrund und genau da werde ich mich heute drum kümmern. Nadine hat schon Sachen rausgeräumt, die weg sollen und ich schmeiße sie dann in den Container. Geh mal dahin. Achso, ja. Aber so. Das muss nicht alles in den Container, nur ein paar Sachen. Ja, nee, mir geht es nur darum, dass wir die das Ecke... Das zum Beispiel, das kommt nicht in den Container. Das will ich nur in den Keller tun, das kommt ans neue Haus. Ja, und die Softboxen ja auch nicht. Ja, nee. Aber wir wollen, weil wenn man hier ist ja die Kamera... Und die zeigt dann so nach da hinten. Das ist halt einfach Kraut und Rüben. Immer unaufgeräumt, weil hier auch mein Schuhregal ist und sowas. Das können wir eigentlich auch in den Keller stellen. Aber das sind die Schuhe, die ich jeden Tag brauche. Da muss ich mir was anderes überlegen. Vielleicht passt das nicht hinter die Tür beim Kinderzimmer? Doch, passt es theoretisch. Und ich habe ja extra den Schrank hier gestrichen. Und ihr seht schon, ich habe Pflanzen rausgeräumt. Ja. Ich habe hier, die zum Beispiel, die stand im Bad. Die ist so ein bisschen eskaliert jetzt. Und was ist die? Esclire. Also, okay. Das ist eine Glücksfeder. Die braucht kaum Licht, deswegen ist die hier perfekt. Und dann habe ich hier noch ein paar Pflanzen von Ikea, die sind Plastik. Also ich habe so einen Mischmasch aus echten und unechten Pflanzen. Ja, wir hatten ziemlich gedacht, dass es eigentlich vom Bild her voll cool wäre, wenn dann, also das, der Ständer hier kommt auch noch weg natürlich, wenn da oben dann, wenn Nadine so sitzt, im Hintergrund so Pflanzen vom Regal da, von dem Schrank da runterkommen. Ja, voll. Ich habe noch hier im Bastelkeller eine ganze Kiste mit Grünzeug gefunden. Das habe ich halt immer für Shootings und sowas benutzt oder wenn ich mal Motto-Partys und so gemacht habe und ich brauche das im Moment nicht. Und ich dachte, solange ich hier in dem Haus noch streame, mache ich das einfach da oben drauf, weil das sind jetzt zum Beispiel die ganzen Efeu-Reste von dem Efeu, was ich halt noch überall rumstehen hatte. Jetzt hat mir übrigens der Herr Steuer den Schrank zerkratzt. Schauen Sie hier. Da ja, das habe ich nicht gehalten. Da ist diese... I'm sorry. Dieses Ding hier von der Babywippe ist da gegen geknallt. Ist aber nicht schlimm, ich sprühe da nochmal drüber. Ich habe noch Farbe. Genau, ich gehe jetzt mit meiner Mom und dem Baby spazieren. Spazieren. Die ist nämlich heute bis Mittwoch zu Besuch. Da ist die Emma. Und Philipp hätte eigentlich frei haben können. Aber du hast dich entschieden, du möchtest lieber den Scheiß wegräumen. Ja, richtig. Und damit wir was weghaben und du morgen, also morgen im Sinne von Montag, streamen kannst. Ja. Wir müssen heute noch drehen. Ja, müssen heute noch Küchenchaos drehen. Ich habe aber auch schon ein Reel gedreht für Instagram. Ihr seht, wir sind everyday busy. Da ist ein kleiner Remus. Und schreit rum. Ja, ich weiß, was willst du denn? Remus, du mit deinem kleinen Kajal bist ein bisschen Emo, ne? Ein bisschen 30 Sex to Mars Katze. Ja. Ja, das ist, ich lasse dich wieder runter. Das ist Jared Miauto. Okay, so. Hallo, na, willkommen an einem sehr späten Montag. Och, wir haben jetzt schon irgendwie um 8 oder so und ich hab Hunger. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Super viel zu tun. Ich wollte euch noch das fertige Arbeitszimmer zeigen, ihr Lieben. Es ist total schön geworden. Guckt mal, ich gehe schon mal hier so in die Ecke und ihr seht, da hinten leuchtet es schon. Ta, 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 ta. Schön hier, oder? Wir haben aufgeräumt. Jetzt bin ich total zufrieden. Das ist klasse. Da ist Emmas Liegeplätzchen und da ist Emmas Liegeplätzchen. Da ist Emma. Emma. Hallo. Hallo, Emma. Bist du eine kleine Dickmopsmaus? Emma? Pschu, pschu. Boah, wie kalt die mich einfach abblitzen lässt. Emma, peng. Peng. Pschu. Pschu, pschu, pschu. Peng, tot. Peng. Peng, peng, peng. Peng. Peng, jetzt habe ich sie erschossen. Oh nein, das letzte Zucken. Peng, peng. Klasse, und steh auf. Du kannst wieder aufstehen. Du kannst wieder aufstehen. Na komm. Super. Dankeschön. Cool von dir. Sehr gut erzogener Hund. So, genau, da habe ich jetzt noch alte Übertöpfe stehen und das ist ja der Schrank, den kennen wir ja schon. Und ich habe mir natürlich, wie es sich für einen richtigen Twitch-Streamer gehört, eine Lichterkette da reingeballert und ein paar Pflanzen. Da oben, die ist aus dem Bad, die ist eh eskaliert und die ist aus der Küche und da sind ein paar echt und ein paar unecht. Also was halt gerade da war und das bin ich mit meinem heutigen Outfit. Schauen Sie, ich trage heute Jeans of Jeans, aber guck mal, wie schön das Hemd von hinten ist. Tada! Voll schön, ne? Ich lieb's. Das hat so ein, das ist Ton in Ton mit dem Schrank. Der, könnt ihr mal sehen. Ja, das, ja. Da sind die Katzen und noch Müll, der raus muss. Hey, Remus. Ach so, was ich euch noch gar nicht erzählt habe, das
das wollte ich letztes Mal schon erzählen, irgendwie ist das total untergegangen. Ich bin, ich habe etwas gemacht. Ja, was denn? Ich habe ja, wo wir für Nimbus nach einem neuen Freund gesucht haben, diesem hier nämlich, hatte ich mich damals auch bei der Katzen, also bei diversen Katzenschutzvereinen und so und beim hiesigen Tieramt, Tierheim als Pflegestelle eintragen lassen. Das ist ganz cool. Also ich habe Bescheid gesagt, dass quasi, wenn sie Tiere haben, weil wir ja so ein bisschen am Hin und Her überlegen waren damals, ob wir jetzt eine Katze für Nimbus dazu holen oder vielleicht doch zwei. Ich habe das im Twitch-Stream alles schon ausgiebig erzählt, aber ich wollte es euch auch erzählen. Ja, und theoretisch sind wir jetzt Katzenpflegestelle. Also ich bin mal gespannt. Wir hatten jetzt schon zwischendurch den Fall, dass zwei Kittys hätten herkommen können. Das ist dann irgendwie doch anders gelaufen. Aber ja, ist ganz cool. Ich weiß aber noch nicht, ich habe ein bisschen Angst davor, habe ich schon zu Philipp gesagt, dass ich dann, wenn Pflegekatzen kommen, die nicht mehr hergeben kann und irgendwann als Crazy Cat Lady mit 18 Katzen hier ende. Ich hoffe, dass der nicht... Also falls ihr Pflegestelle seid, könnt ihr mir ja so ein bisschen mal Erfahrungen teilen, wie ihr das so handhabt. Aber ja, wir sind jetzt übrigens auch Katzenpflegestelle. Finde ich ganz cool. Für Hunde wollte ich das nicht machen, weil Emma ist echt unentspannt mit anderen Hunden. Aber Nimbus und Remus sind ja tiefenentspannt mit anderen Katzen. Hallo? Guten Tag? Oh, oh. Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Look at me! Wie ich hier einfach nur liege und fabulös aussehe. Fassen Sie mich nicht an! Fassen Sie mich nicht an! Yes, und jetzt wird der Philipp hoffentlich noch ein bisschen was kochen, weil wir es schon relativ spät haben und wir aber trotzdem, also Philipp und ich achten ja schon darauf, eigentlich jeden Tag frisch zu kochen oder halt jeden Tag zu kochen, weil ich gar nicht so der Fan von Fast Food bin. Und heute muss es mal ein bisschen schneller gehen, aber das ist gar kein Problem, es wird nämlich trotzdem lecker. Und ich dachte mir, vielleicht interessiert euch, was wir zum Abendessen kochen, beziehungsweise heute koche ich. Heute bringt Philipp das Baby ins Bett und ich koche. Wir wechseln uns da so gut es geht eigentlich immer ab. Und deswegen nehme ich euch jetzt mit zu Let's Cook the Abendessen. Und zwar gibt's heute Tortellinis von der Marke Steinhaus. Die haben jetzt im Juli diesen Jahres das erste vegane Produkt bei sich eingeführt. Und es sind einmal die veganen Tortellinis mit Käsealternative und die veganen Tortellini mit Fleischalternative. Und die schmecken einfach fantastisch. Die Füllung der Tortellini besteht nämlich aus proteinreichen Hülsenfrüchten, Gemüse und Gewürzen. Und ich bin ja absolut Team Käsealternative. Und die gibt es heute mit einer leckeren Spinat-Knoblauch-Rahmsoße-Rezept in der Infobox. Kinder, ihr kennt das vom Küchenchaos. So, Wasser hat gerade gekocht. Da kommen jetzt, heute sind wir zu dritt, also machen wir zwei Packungen von den Tortellini rein. So, die gehen jetzt für drei bis vier Minuten werden die erwärmt. Dann sind die auch schon durch und fertig. Und bei uns geht es jetzt weiter mit einer Käserahmsoße. Und ja, es geht. Vegan und Käserahm geht und ist fantastisch. So, und wir starten mit zwei Esslöffeln Cashew-Mousse. Ihr könnt theoretisch auch fertige Cashews nehmen und die kleinen, fertige Cashews, fertig von der Natur und die kleinschreddern. Flatsch, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Overtop-Ansicht hier mögt, weil ich mache das jetzt gerade, ich nutze jetzt quasi Philipps Perspektive hier zum Kochen gerade aus. Dann kommt Wasser, kriegt man hier richtig Montags-Flashbacks. Eine Knoblauchzehe und Hefeflocken und das ist das Geheimnis, wie ihr eine vegane Käsesoße käsig kriegt. Sorry, Hefeflocken sind so geil, die machen aus jeder Soße so eine Schmelzrahmsoße und schmecken halt total käsig. Kinder, nutzt Hefeflocken. So, dann kommt noch ein halber Teelöffel Salz dazu, kommen Sie. Und ein halber Teelöffel Pfeffer, ich nehme schwarzen. Das wird jetzt einmal gemixt und dann geht es direkt weiter. Tada, das sieht mega geil aus. Die kommt jetzt in die Pfanne und die schmeckt jetzt schon fantastisch. Und ihr seht, was das für eine geile Konsistenz ist. Und dazu kommt jetzt, ihr könnt frischen Spinat nehmen. Ich habe jetzt TK-Spinat genommen, habe den gerade in der Mikrowelle ein bisschen aufgetaut. Der kommt jetzt einfach nur und wird drunter gerührt. Das wird jetzt noch kurz erhitzt auf dem Herd. Ihr müsst das aber nicht zum Kochen wiederbringen. Es reicht nur, wenn das warm wird. Und dann kommen da die Tortellini rein. Und dann war es das auch schon. Ich glaube, das war jetzt ein Arbeitsaufwand von 5 Minuten. So, die kommen jetzt noch on top. Und wenn ihr gerne wissen möchtet, wo ihr die Tortellini von Steinhaus, die veganen, finden könnt, könnt ihr auch einfach gerne mal Steinhaus auf der Webseite schreiben. Die haben da nämlich, also die helfen euch sehr gerne, den Markt zu finden in eurer Nähe, der die eventuell auch führt. Und ich habe so Lust, das jetzt zu essen. Das sieht fantastisch aus. Yum,
yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum. So. Boah. Das reicht mir schon ins Portionchen, aber ich bin ja so eine kleine Käsemaus. Ich bin nicht Salt-Bay, ich bin Hefeflock-Bay. Ja, gut. Das sieht sehr gut aus. So ein bisschen zumindest. Fertig. So, jetzt will ich es aber auch richtig wie im Backvideo bzw. Kochvideo machen und auch noch ein Tasting machen. Mmh. Wie ein Nusskäse. Und ein Kombi mit dem Spinat auch super lecker. So. Mama geht jetzt auf den Couch. Tag vorbei. Tag vorbei. Hallo und willkommen an diesem schon wieder sehr späten Mittwochabend. Ich war den ganzen Tag mit meiner Mutter in der Stadt und hatte viel zu tun. Ich wollte mein Pflanzen-Update machen. Das hatte ich euch versprochen. Das machen wir jetzt. Ja, ist ja gut, Remus. Diese Miezekatze. Und ich versuche von dem damaligen Pflanzenvideo das jetzt dann immer gegenzuschneiden. Also ich zeige euch die Pflanze aus dem Video dann, wie sie damals aussah und wie sie jetzt aussieht. Hoffe ich zumindest. So, fangen wir an. So, das ist dieser Kaktus, von der kein Kaktus ist. Kaktus, das ist so ein... Ich habe irgendwie Wolfsmilch bla 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 im Kopf. Aber... der hat hier überall so Ärmchen bekommen und ich hatte gehofft, das habe ich bei Instagram schon erzählt, dass der hier unten mal ein bisschen dicker wird. Aber tatsächlich wurde mir dieser Wunsch bzw. diese Hoffnung zerstört von Leuten, die auch so ein Ding besitzen, was nicht Kaktus heißt. Es ist kein Kaktus. Ihr wisst, was es ist. Schreibt es mir. Auf jeden Fall wird das da unten nicht dicker. So. Dann haben wir hier diese Efeutute. Die ist zwischenzeitlich, war sie hier einmal komplett rundherum. Und ich habe sie dann abgeschnitten und Ableger gemacht und eine neue Pflanze daraus gemacht. Aber ja, das ist diese hier. Das ist meine Aralie, die im Bad eigentlich stand. Ihr seht, die ist sehr groß geworden und hat auch ganz, ganz viele neue Blätter bekommen. Allerdings habe ich ein Problem. Das zeige ich euch gleich noch bei einer neuen Pflanze, die ich habe. Seht ihr diese roten Punkte, die mit den neuen Blättern kommen? Ich frage mich, ob das so sein darf oder ob das irgendwas Krankheitsmäßiges ist. Ich bin mir unsicher. Apropos Aralie. Ihr seht, wie groß diese Pflanze ist. Die habe ich bekommen. Die habe ich damals noch im Praktika gekauft. Den gibt es nicht mal mehr, den Baumarkt. Hast du auch auf 20% bekommen? Wichtige Frage. Möglicherweise. Die war so groß und dann habe ich die immer wieder umgetopft. Die habe ich jetzt seit 7 Jahren oder so. Und ihr seht, die kriegt hier überall neue Triebe. Die ist ja neu, die gab es noch nicht. Und das ist meine Strahlenaralie, die mittlerweile... da oben ist. Und hat zwischenzeitlich jetzt hier eine neue Pflanze gebildet. Also einen neuen Ast. Der Feng ist hier, geht der weiter und dann geht der hier so und endet hier. Und kriegt hier auch neue Pflanzenblattbabys, ganz, ganz viele. So, da, klasse. Aber auch hier habe ich das Problem, dass die Blätter irgendwie rote Punkte haben. Ich weiß nicht, was das ist. Ich muss das mal googeln. Wahrscheinlich muss ich mich mal um Schädlingszeug kümmern. Das ist eine panaschierte Strahlenaralie. Und das ist eine Wasserflasche. Ihr seht auch hier, die kommt jetzt hier oben zwar, aber an dem Blatt sieht man das schön, überall rote Punkte. So, das ist meine Wachsblume. Die, der Kamin ist voller Scheiße aktuell. Jetzt muss ich mal alles wegräumen. Aber die hat auch wunderschöne Blätter bekommen. Und das war die, die nur aus einem Zweig und zwei Blättern bestand. Blume mit anderer Blattform. Auch extrem easy peasy in der Haltung. Braucht aber, ich habe die jetzt seit einem Jahr und jetzt kommen die ersten Blätter. Also da brauchst du echt Geduld. Also die hat dann irgendwann von jetzt auf gleich, ist die explodiert in alle Ecken. Hier ist noch ein Ast gekommen. Da kommen neue Blätter. Also die ist wirklich gigantös geworden. Und ich liebe sie. Die hat so geile Blätter. Dann haben wir meine Forellenbegonie. Die ist... Guck mal, die kriegt auch gerade ganz viele neue Blätter. Und ich mache nichts mit der. Die meiste Zeit ignoriere ich die. Und ab und zu beleidige ich die sogar. Naja, ne? Also ich finde sie jetzt nicht hässlich. Geblüht hat sie nicht mehr. Die hat zwischendurch hier so zwei Äste bekommen, die so nach oben gewachsen sind. Die sind dann bis dahin gewachsen. Dann habe ich sie abgeschnitten und da neue Ableger draus gemacht. Ich habe hier so ein süßes, kleines, getöpfertes Häuschen reingesetzt. Die sieht nicht schlecht aus, aber ich finde die ein bisschen wild irgendwie. Ich weiß auch nicht so ganz, was ich damit machen soll. Aber ja, naja, sie sieht nicht schlecht aus. Das chinesische grüne Pik oder auch Efeutute genannt, ist eine wundervolle Kletterpflanze. Die könnt ihr auf den Schrank stellen, die rankt euch runter bis auf den Boden. Dann meine Efeutute, wie Jahr und Tag, da oben. Die Grünlilie ist tot. Ja, leider sind auch immer wieder Pflanzen gestorben. Hier ist noch eine Aralie von mir, die muss ich aber mal in den Topf setzen. Die ist so ein bisschen schief gewachsen. Das hier, die ist neu. Das sind alles Ableger aus der alten Forellenbegonie von der Fensterbank im Wohnzimmer. Ihr seht, das hier sind die Stöcke. Also das und das und das.
war ein langer Ast und ich habe die einfach in mehrere Teile geschnitten und ins Wasser gestellt und dann sind da diese drei Dinger draus gewachsen. Also ich finde die tatsächlich ganz schön. Ich habe manchmal so Sammeltöpfe von Dingen, wo ich Ableger abschneide, dann pflanze ich einfach alles zusammen. Hier eine Pilea und ich glaube ein Kaktus. So, das ist meine Pilea, die auf dem kleinen Höckerchen neben der Toilette stand tatsächlich. Die hat zwischenzeitlich hier eine komplett neue Pilea gemacht. Da unten ist sie. Ich bin sehr begeistert. Die Buntnessel, die gibt es in wunderschönen, vielfach milliardigen Farben und die möchte nichts. Sie kriegt hier überall neue kleine Babyblätter. Hier ist meine Buntnessel und sie ist schon wieder am Blühen. Also dieses Ding ist wirklich untötbar. Es ist so krass, guckt mal, wie schön diese Pflanze einfach aussieht. Ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert und ich habe auch schon wieder Ableger in the making. Oh, da ist übrigens Pinsel von Philipp. Ich kann euch nachher auch gerne noch die ersten Werke vom Philipp zeigen. Ja, ihr seht, das ist hier, die sind hier alle schön ordentlich Wurzeln am Ziehen. Die werde ich jetzt die Tage mal einpflanzen, falls ich es nicht vergesse. Und ich weiß gar nicht, ob ich die hier schon hatte. Auf jeden Fall ist die auch immer noch ordentlich am Start. Und die Pflanze, die alle sehen wollen. Ich habe hier hinten ein Blatt, das hat ganz viele Punkte. Und je mehr Rillen und Punkte, also Löcher die haben, umso mehr Licht kriegen die. Tada, die Monstera. Sie ist, ja, sie war mal kleiner, ne, möchte ich sagen. Ich werde von unten von der Katze angeschrien. Sie kriegt da auch schon wieder ein neues kleines Henkelblättchen. Also ich bin sehr glücklich über diese Pflanze. Ich hatte zwischenzeitlich so krass Probleme mit Schädlingen und die war ja mal so klein. Ich habe die dann immer wieder umgetopft und gedüngt und die Luftwurzeln in die Erde gesenkt, also wieder in die Erde geführt und so. Das ist eigentlich so das Geheimnis dieser Pflanze. Mehr mache ich gar nicht. Ich habe sie in einen großen Topf immer wieder gesetzt, also immer wieder in einen größeren Topf. Ich habe sie regelmäßig gedüngt. Im Hintergrund schreit mich eine Katze an und das ist daraus entstanden. Und ich freue mich sehr, dass diese Lücke hier jetzt endlich mit einem Blättchen zuwächst. Ich habe ja auch noch eine panaschierte Variante unten. Die zeige ich euch jetzt nämlich als nächstes. Kommen Sie mit. Hier ist ja noch so eine Wachsblume, die ganz leicht panaschiert ist. Das kann man hier so ein bisschen sehen. Und man kann gut sehen, dass die mal wieder abgeduscht werden müsste. Die hat sich auch sehr schön entwickelt, finde ich. Die ist sehr langsam am Wachsen, aber... Das ist eine Wachsblume. Ja. Die wächst super langsam, aber die ist einfach immer grün. Die ist super anspruchslos. Die will relativ viel gegossen werden. Und die braucht auch nicht viel Licht. Und die hängt dann total schön. Sehr dicht und sehr schön. Die hingegen geht gerade am Arsch. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, die Erde hat keine Nährstoffe mehr. Naja, RIP. Dann habe ich dieses kleine Miststück hier, was mittlerweile, ich glaube, wenn ich den Vergleich sehe, werde ich wahrscheinlich sehen, dass es Blätter bekommen hat. Die hier werden wunderschön. Galateas gibt es in allen möglichen Formen und Farben. Und die kriegen, das sieht immer witzig aus, als wenn die so Zigarillos drehen. Wenn die neue Blätter kriegen, dann kommen erst so kleine Röllchen hoch und dann blöpp, ploppen die so auseinander. Und guck mal, die hat hier so geile rosafarbene Striche, kann man das sehen? Aber die habe ich seit Ewigkeiten. Ich dünge die, ich liebe sie und ich gebe ihr nette Worte zum Abendbrot. Und trotzdem ist sie einfach, will sie einfach nicht größer werden. Die hier ist auch untötbar. Also kriegst du nicht kaputt. Und hier ist meine letzte überlebende Orchidee. Die hat es leider auch nicht mehr weit geschafft. Die da hatten wir, glaube ich, zwischendurch auch mal. Die hat einfach nur sehr lange Stängelchen bekommen. Und die hier, die hatte ich eigentlich schon, dachte ich, ich dachte, die wäre tot. Und die hat sich in einem Eimerchen gehalten, wo eigentlich keine Erde mehr drin war. Und die hat sich so lange so am Leben gehalten, dass ich irgendwann dachte, nee, komm, weißt du, die hat jetzt so lange sich Mühe gegeben. Das ist auch irgendwie eine Sukkulentenart. Ja, die sind ja relativ resolut. Dann habe ich sie irgendwann umgetopft, weil ich Erbarmen mit ihr hatte. Ich dachte, wer so einen Überlebenswillen hat, der hat es verdient, umgetopft zu werden. Und jetzt lebt sie wieder. Da oben ist auch noch eine Wachsblume. Diese hier stand zwischendurch in der Küche. Und ja, die hatte mal rote Blätter. Irgendwie ist das rot gewichen, aber sie war zwischendurch schon fast tot und jetzt ist sie wieder da. Deswegen freue ich mich, egal in welcher Form, dass Blätter wieder da wachsen. Kommen wir zum Schätzchen hier der Wohnung und zwar dieses Blatt hier. Das sieht ein bisschen weniger unspektakulär aus, weil der Weißanteil nicht so hoch ist. Das ist aber nicht schlimm. Das habe ich vor einer Woche bekommen. Ihr seht, ich habe die Wurzel erstmal ins Wasser gepackt, damit die ein bisschen ziehen kann. Ich muss auch nachher das Wasser mal auswechseln. Ich hoffe so sehr, dass sie überlebt, aber es ist eine so teure Pflanze und sie ist so zickig und ich habe halt einfach kein Händchen dafür. Das ist mein letzter, also das ist jetzt mein letzter Versuch. Wenn das nichts wird, dann... Die panaschierte Monstera. Ich zeige sie euch. Da ist ein wunderschönes Blatt gekommen. Ich habe es letztes Mal schon gezeigt.
Es ist halb weiß, halb grün. Dann haben wir hier so ein paar panaschierte, so ein bisschen Weißanteil. Hier unten, das hatte noch gar keins. Hier ist noch ein schönes gewachsen. Und ich glaube, ich fasse der mal gerade an den Stängel. Da ist auf jeden Fall auch wieder eine neue Blattnaht. Sehr geil. Ja, das ist die Pilea, die noch daneben stand. Die ist auch gut eskaliert in diesem Kessel, wo einfach noch so eine Murmel drin liegt. Ihr seht, die Erde ist richtig eklig. Aber ich dünge halt regelmäßig, ne? Dann haben wir das Ding hier. Guck, die hat auch zwei Antennen, siehst du das? Ja. Ja, oh, die telefonieren. Ich finde die witzig und die brauchen nichts. Die ist schon mal super witzig. Also die ist wirklich richtig anspruchslos. Das ist auch irgendwas Sukkulentiges. Das ist auf jeden Fall auch, es hat 1 Milliarde Triebe gebildet. Sieht super gut aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Die stand zwischendurch in der Küche, war tot geglaubt. Jetzt hat sie wieder überall grüne Triebe bekommen. Und die da ist neu. Das ist schon wieder eine Buntnessel. Ich drehe sie mal und da ist Glasreiniger. Ich drehe sie mal. Oh, sie muss auch auf jeden Fall gegossen werden. Die ist furztrocken, die Erde. Da ist ein Nimbus. Ja, ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Guten Tag. Und man sieht es jetzt auf dem Video fast gar nicht so schön, aber sie ist bordeauxrot und wunderschön. Ich bin mal gespannt, wie die blüht, falls ich sie dazu kriege. Aber ich muss die gießen, auf jeden Fall. Ja, das sind so die... die schönsten Pflanzen hier im Haus. Ich habe überall noch Glücksfedern stehen. Die sind aber eher so meh vom Wachstum her. Da hat sich nicht viel getan. Zum Beispiel hier auf der Mikrowelle. Da ist eine Glücksfeder. Und so sehen die eigentlich alle hier aus im Haus. Ja, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr eine Lieblingspflanze habt. So. Oder wenn ihr gerne wissen möchtet. Wobei, wenn ihr gerne wissen möchtet, welche Pflanzen für Anfänger gut geeignet sind, dann klickt doch gerne auf das Video, was ich euch in der Infobox verlinkt habe. Das habe ich nämlich schon mal gemacht. So, ihr Lieben, wenn ihr das Video hier seht, dann kommt doch gerne um 19 Uhr auf meinen Twitch, denn da findet ein Sims 4 Landhausleben-Stream statt und wir sammeln Spenden für die Hochwasserüberflutungsopfer. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich habe euch den Link direkt als erstes unten in die Infobox gepackt. Also wenn ihr euch am Spendenstream beteiligen möchtet und mir gerne live guten Tag sagen möchtet und das Video hier gerade sehen, heute am Donnerstag um 19 Uhr, also für mich jetzt morgen, aber für euch jetzt heute, kommt gerne vorbei und dann schnacken wir ein bisschen. Der Philipp kümmert sich ums Baby, also ich habe Zeit und wir haben eine gute Zeit zusammen. Würde ich mich sehr freuen. So. Und ich würde sagen, wir beenden den Stream hier an der Stelle jetzt auch. Ich muss morgen nämlich ganz, ganz viel machen, habe nicht so viel Zeit zum Filmen. Und wir haben vielleicht sogar übrigens eine Pflegekatze demnächst hier. Wir haben Bescheid bekommen, dass wir wahrscheinlich unser Plätzchen vergeben dürfen. Ich bin mal sehr gespannt. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ihr Lieben, lasst dem Video doch gerne positive Bewertung da und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Macht's gut, bis dann und tschüssi!